Die ganze Zeit, da 5 Minuten, stand der Hubschrauber an der einen Stelle. Ich wurde getaggt von WBC Waldbusch Camper wegen einem Hering, den ich schnitzen soll. Und zwar, jetzt geht's wieder los da hier. Ja, der Zoom taugt nicht viel hier. Digitale. Was der da macht. Da suche ich mir einen Ast, den ich gerade noch brechen kann. Das bedeutet, er ist stabil genug. Auf Länge gebrochen. Und was nehme ich her? Ich habe von meinem lieben Freund Geser eine Steinzeit-Knochenklinge geschenkt bekommen. Und damit werde ich es jetzt mal probieren. Das war schon zweimal. Doch, steht an der Tasche, wenn ich an die Das Holz ist sehr trocken und keine Ahnung, was das für eine Sorte Holz ist. Ich muss halt einen ganz steilen Winkel nehmen, weil die Schärfe hier eben einen starken Winkel hat. Hinter mir im Hintergrund tut mein Brot im Rauch innerhalb der Dose gehen. Jetzt bald eine halbe Stunde. Und dann werde ich es jetzt dann gleich tiefer hängen zum Backen. Ist eine ganz schöne Arbeit. Aber es funktioniert. Danke, Geser, für diese Flug-Check-In-Handgepäck-konforme Klinge. Die wird auf keinem Metalldetektor erkannt werden. Zu diesem Thema habe ich auch eine Videoantwort in Vorbereitung für den Andy BK Haas. Der seinen 275. plus Abonnenten feiert. Wenn er wollt, könnt ihr vorspulen, das wird doch eine Weile dauern. Dabei kann ich gleich auch eine Geschichte erzählen für Markus Grasi.
Und zwar, ich glaube, die habe ich schon mal erzählt. Ich weiß es nicht genau. Als mein Bruder 5 Jahre alt war, da war ich ungefähr 12. Mein Vater hat mit uns um diese Zeit jetzt herum, also Osterwochenende, Ostersonntag, Ostermontag, hat er geplant, dass wir eine große Tour machen. Von Schipplage St. Ann, Melle-Neuenkirchen ist es, im Osnabrücker Land, nach Osnabrück. Und zwar nicht irgendwie, sondern übers Wiehengebirge, möglichst am Kamm entlang. Und gesagt, getan, wir wurden nicht vorgewarnt. Sonntagmorgen, früh, als er gehört hat, dass wir schon unseren Klo angemacht haben, sagt er, Jungs, schmiert euch 2 Butterbrote und packt eure Wandersachen ein. Wir machen ein bisschen Survival Training. Okay. Also, jetzt stellt sich heraus, dass wir bis jetzt nur philosophiert hatten über Survival Training. Jetzt wurde es ein bisschen ernst. Wir durften nur 2 Butterbrote schmieren. Und als ich dann natürlich neugierig war, was? Wollen wir heute wandern? Klasse! Sagt dann, ne? Bereitet euch vor, mental. Wir werden eine Übernachtung machen. Ich habe ihn dann beobachtet. Mein Vater hat dann 2 Wolldecken aufgerollt, an seinen Rucksack geschnürt und ein bisschen noch was hin und her gemacht. Und während die anderen noch schliefen, einen Zettel geschrieben, wir sind dann mal weg. Bis morgen. Und dann sind wir losgewandert. Klar, wir haben unsere besten Wanderschuhe angezogen. Wenn es heißt, wir machen eine Tageswanderung mit Übernachtung. Und das heißt ja, dann müssen wir auch irgendwie wieder zurückkommen. Und sind wir losmarschiert. Auf der ganzen Marschroute, die wir genommen haben, schaute mein Vater halt immer wieder in die Karte, hat uns immer gezeigt, wo wir sind. Richtig praktisch Orientierung mit Karte und Kompass. Also ich 12, mein Bruder ungefähr 5. Und immer, wenn wir irgendwo Zunder gefunden haben, ach, da ist Zunder. Zum Beispiel im Stacheldraht, ein paar Wollhaare, Wollbüschel von Schafen, die da vorbeigezogen sind. Bei uns in der Gegend, da im Grönegau, gibt es nämlich Wanderhirten. Und so sind wir also, lass mich mal auf Makro umschalten hier, vielleicht wird er schärfer. So sind wir also gewandert, so schnurstracks vor uns her. Und zwar immer erst nach Norden. Wenn ihr auf die Karte guckt, Melle-Neuenkirchen, Schipplage St. Ann, wo liegt das? Dann sind wir also nach Norden über die A30 weiter nach Norden, Buer und Bad Essen. Mittellandkanal da, vor dem Mittelkanal, ist noch das Wiehengebirge. Da sind wir dann hoch bis zum Fürst, was sag ich, zum
Bibel oder ja, zu dem höchsten, der höchsten Linie an einer Gebirgskette. Oder Rügengebirge ist ja Mittelgebirge. Und dann haben wir uns gewendet und sind Richtung Westen weitergewandert. Ich mache mal gerade auf Pause, ich muss das Brot reinsetzen. So, das Brot hat jetzt keinen Kontakt mit dem Feuer und der Rauch geht aerodynamisch um die Dose herum und mit der Zeit wird noch dieses blockhausartige Holz, was ich hier drum aufgeschichtet habe, wird alles anfangen zu brennen, sodass sich eine Firewall drumherum bildet und ich gucke gleich auf die Uhr und ich glaube, das wird dann so in 30, 40 Minuten wie dieses vergrößerte Brötchen dann fertig sein. Also jetzt schnitze ich weiter und erzähle weiter. Ob wir hungrig waren und ob. Vater hat uns empfohlen, an dem Tag nur das erste Brot zu essen. Das erste Doppelbrot, belegte Doppelbrot. Und was kann man um Ostern rum schon Essbares finden? Ja, richtig. Brennnesseln kann man finden. Das erinnere ich mich noch ganz gut an junge Birkenblätter. Meine ich mich auch erinnern zu können. Auf jeden Fall haben wir alles Mögliche zwischendrin gefuttert. Und dann sagte mein Vater, ja, aber auch wenn ihr ein bisschen hungrig seid, das ist kein Problem. Schockiert euch dafür nicht. Survival Training heißt mentales Training. Das heißt also, Jungs, ihr wolltet doch immer Survival Training machen. Entweder man findet was zu essen, kann sich damit abfinden, oder man findet nichts und findet sich damit ab. Wasser hatten wir und sind wieder weiter marschiert. Und dann so eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden vor Sonnenuntergang habe ich dann beobachtet, wie mein Vater dann verstärkt Brennnesseln sammelte, also einen richtig großen Strauß voll. Und dann haben wir unser Lager gemacht, in der Nähe von der Quelle. Ein Matratzenbett aus Zweigen, Sprungfederkernmatratzen, aus groben Ästen, feinen Ästen und so weiter. Mit dann Fahnen belegt und obendrauf dann die eine Wolldecke. Ah, man sieht es, die Firewall brennt. Und innen drinne ist das. Innen drinne ist die Dose, aber hat keinen direkten Kontakt mit den Flammen. Das hoffe ich zumindest, sonst gibt es Kohle. Ja. Und dann holt er seinen mittelgroßen Topf raus, zupft die Blätter von den Brennnesseln, die er vorher ausgeschlagen hatte, schon ab und macht so einen richtig großen Sud. Also von der Portion hätte eine ganze Familie, eine vierköpfige Familie, davon satt werden können. Ich habe mich irgendwie an die Demeter-Bauern erinnert, die so eine Brennnesselgülle produziert haben als Dünger. Na gut, jeder hat sich mit seinem kleinen Taschenmesser eine Art Gabel aus einer Mini-Astgabel geschnitzt und hat in den Topf gelangt und dann sich diese Art Spinat da rausgefischt und gegessen. Wenn man hungrig hat, ist, dann geht alles rein.
Also ging. Naja, nach 5 Minuten ruhigen, schweigsamen Mümmeln holte dann mein Vater einen Brühwürfel raus und hat den reingeschmissen und aufgelöst und meinte, so wird's besser schmecken. Ja, das ist eigentlich meine Geschichte. Es gibt noch einen kleinen Abspann dazu. Zu dieser Geschichte. Wir sind also in der Nacht natürlich sehr erschöpft, als es dann schon dunkel wurde. Es war kaum 6, 7 Uhr rum eingeschlafen und sind dann gegen 2 Uhr nachts wach geworden, weil wir folgendes Geräusch gehört haben. Und das war im Wiehengebirge recht hallig im Wald. Und mein Vater sagte, das wäre ein Auerhahn. Leute haben später, denen ich das mal erzählt habe, mich für verrückt erklärt. Auerhähne sind ausgestorben. Aber die Recherchen haben tatsächlich ergeben, ich hatte mein Praktikum dann beim Förster später gemacht, in meiner Sekundarstufenzeit. Und der hat gesagt, tatsächlich, es gibt also ein paar Pärchen noch im Wiehengebirge. Wir haben es immerhin jetzt, die 80er Jahre. Bin ich irgendwo hängen geblieben mit dem, hier mit dem Dings, hab hier geraspelt. Zeigefinger, oh, vergeht. Und deswegen werden wir es nicht gleich FSK 18 raten. Also, das soll lang für die Spitze. Also wenn man wirklich gar nichts hat und sich den Knochen am Stein glattschleift, dann bekommt man sogar mit Ast abgesägt eine Spitze hin. Das Holz ist sehr hart, recht hart. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wird also gut in den Grund gehen. Wenn es leichter in den Grund gehen soll, würde ich noch die Rinde abmachen. Und hier oben, das spare ich mir, das Schnitzen. Dazu habe ich ja diese ehemalige Astgabel, damit das Ganze natürlich, wenn man es in die Erde rammt, gleich hier einen Haken hat. Sagen wir mal, dahin geht die Zeltleine, dann würde ich es in den Winkel in die Erde rammen. Und da der Stock schwer zu brechen war, bedeutet es, also kann ich ihn auch ohne Hammer in die Erde rammen, mit drehen, immer hier oben drehen, so lange bis er so tief drin ist, wie ich ihn brauche. Denn wenn ich hier drauf hämmere mit dem Stein, laufe ich vielleicht Gefahr, das Ganze zu zermanschen, weiß ich nicht. Vielleicht geht es aber trotzdem. So, Steffen, das ist der Zeltering. Wenn man an meiner Elle sieht, kein kleiner. War eine ganz schöne Arbeit. Grasi, Markus, also Grasi 85. Ich hoffe, dir gefällt die Geschichte und euch allen, die ihr auch zuschaut. Ich danke dir, Gesa, für die Federal Flight Association konforme Klinge. Habe ich gedacht, mache ich mir hier noch ein Loch rein und kann ich mir als Neckknife machen. Aber dann unter der Kleidung getragen, sonst kommt irgendjemand noch auf die Idee, was ist denn das? Nee, also das würde auf jeden Fall kein Bodyscanner sichtbar sein. Also, gut. Das Video für Andi ist auch in der Mache. Und jetzt gucke ich noch zum Abschluss, weil Steffen hier meine Feuerstelle kennt, was das Feuer macht. Und ich zeige gleich noch, vielleicht kriege ich das noch hin, das Resultat des Brotes. Bis dann.
Naja, ein bisschen groß ist das Feuer jetzt doch schon. Wenn ich mal gleich den Zelt hier hin und breite es ein bisschen weiter aus. Das ist wichtig, dass die Flammen nicht direkt Kontakt mit der Dose haben. Das sehe ich jetzt auch da. Die Dose selbst, da raucht es Öl. Ich habe ein bisschen Öl drin, das ist mir ein Indikator. Und wenn es zu heiß ist, dann merke ich an der Rauchentwicklung, es ist zu heiß und das bedeutet Kohle. Also weg. Gut, da gibt es noch einen Clip zum Schluss, wenn es fertig ist. Gut, bis dann. Es wird ein langes Video. 3 Videoantworten. So, ich habe das meinen Backofen mit Umlufthitze schon mal von der Zeit lang raus, damit ich ihn jetzt gleich anfassen kann. Jetzt wollen wir einen Blick reinwerfen. Bin selber gespannt. So, wie soll ich denn das jetzt machen? Ah ja, ist schon nicht mehr so heiß, kann ich schon anfassen. Den Deckel auf. Ah, da ist das Brot. Naja, aber doch, es ist ziemlich gut gegangen. Ja, aber von unten Kohle. Hol ich mal raus. Und so sieht das Ergebnis aus. Da, wo es Berührung hatte zur Wand, von unten aus besonders, ist es verkohlt, von der tiefen Stelle auf der rechten Seite. Ansonsten sieht es gut aus. Jetzt mache ich es mal auf. Wie geht denn das jetzt? Ich habe das EDC-Messer dabei. Ich muss mein Buschkraft-Tisch holen. Sonst kann ich nicht mit dem Messer wirklich durchschneiden. Doch, ist durch. Wie gesagt, nur am Rand. Kohle. Das lasse ich jetzt noch abkühlen, dann kann ich es genießen. Also Leute, es geht auch in der Dose Brot zu machen. Bis dann. So, jetzt wird genossen. Am selben Platz war es dann.